Hallo, Freunde, und herzlich willkommen hier auf Webcrime TV, Mann! Geil. Es ist wieder soweit. Wir haben ein sehr altes Format aus der Trickkiste gezogen. Moment. Ungefähr so. Irgendwas steht hier drauf. Andre vs. Jengis, wow! What the fuck? Es gibt wieder Andre vs. Jengis und wir haben uns heute ausgedacht, inspired by Kenny vs. Benny hieß es, Freunde. Es geht darum, man darf nicht den Boden berühren. Vielleicht kennen das manche von euch auch noch mit diesem Lava-Spiel. Lava-Challenge so. Hier, ja, ne? Dies, das, pipapo, man. Keine Ahnung, wie dieses Video heißt, aber... Da brennt der Boden heute. Okay, also, wir machen so. Scheiße. Und zwar gehen wir jetzt schlafen. Und wenn wir morgen wach werden, dann geht das alles los. Das Spektakel sondergleichen. Hey. Ein Spektakel sondergleichen. Okay, erklär ganz kurz die Bestrafung. Hä? Kein Plan. Also Bestrafung haben wir uns so ein System überlegt, was unschlagbar ist. Und zwar jede... gewonnene Andre vs. Jengis Folge kriegt man einen Punkt. Und der zuerst einen Punkt hat, in dem Fall ich, der kriegt dann der Gegenspieler die Bestrafung. Und wir legen die Bestrafung jetzt schon fest und wir haben uns ausgedacht von Kreativ, dass der Verlierer, das heißt, sagen wir mal, ich gewinne jetzt dreimal in Folge, eine Folge, wie es sein wird, Jengis dann in dem Fall einen Tag lang mein Sklave sein muss und der muss machen, was ich will, was das ist, ob das, aber keine Ahnung. Aber das ist natürlich genau andersherum, liebe Freunde, denn André wird mein Sklave sein. Also ihr wisst Bescheid. Also es wird maximal 5 Spiele geben und danach kommt... 3 bis 5 kann es geben. Genau. Also Daumen hoch für diese Revolution und ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh wieder. Schlafen, es ne? geht los. Gutes Nächtle, Sandmann, lieber Sandmann, lutschst du hier meinen Schwanz? Was ist hier los? So, Freunde, jetzt geht es los. Ich bin schon seit 15 Minuten wach und habe Jan jetzt geschrieben, dass er mit der Cam herkommen soll. Und ich bin mir natürlich gewiss, dass ich gewinnen werde, denn ich habe hier, da seht ihr es schon, mein Stuhl. Oh. Jetzt, ich war aber so blöd und habe den nicht hergeholt. Jetzt muss ich den her. Was hast du denn jetzt vor? Was willst du denn jetzt machen? Frühstücken natürlich erstmal. Freunde, ihr wisst es! Yeah. Schon mal easy hier, ne? Au! Oh, was ist das denn? Ah, das ist so saurutschig. Ah, das ist so sauschwer. So, jetzt muss ich nur irgendwie zum Kühlschrank. Natürlich schon gestückelt. Gehen wir mal zum Sofa. Ah? Hab ich das in der Hand? Ich verstaue das da irgendwo. Warte, ich hab sau die gute Idee. Kommt mir sau gelegen. Schau dir das an. Das oh mein Gott. Das ist der Ultra-Clou. So, jetzt noch die Melone hier rein. Nice, Alter. Hey, ist ja mega stark. Erfolgreich, würde ich sagen, ne? Was habt ihr gemacht? Ich habe extra gewartet, aber ich habe irgendwas drüben gehört, irgendwas da rummumpeln. Was hat Jengis? Jengis hat gut geschlagen. Als, ja, hat er? Ich sag noch nichts. Okay, Freunde, seid ihr bereit für den Showdown hier? Ich sag nur... So, Freunde, ich habe mich natürlich auch vorbereitet. War das drauf mit diesem Schwenker, dass es auch cool rüberkam mit diesem Aufdecken? Perfekt. So, ich habe mir gedacht, ich verbringe den Tag auf dem Skateboard. Ich denke mal, das ist das Beste, was ich machen kann, weil man kann damit so schlängeln. Und dann muss man den Boden nicht berühren. Das ist mein Plan für heute, ja. Oh, das ist genial. Also, das sieht dann ungefähr so aus. So gehe ich heute durch den Tag, das Freunde. Ist easy, das sieht easy aus. Oh. So, putzen uns erstmal die Zähnchen, Freunde, natürlich ganz wichtig. Oh fuck, Freunde, ich habe voll vergessen, um mich vorzubereiten, kann man bei diesen Lieferservices am Tag davor bestellen. Und ich glaube, mein Essen ist jetzt schon gekommen, obwohl ich gerade noch frühstücke. Super, danke schön.
lange. Da darf ich schon eine große Ruhe haben. Was geht denn hier? Ist der schlechteste. Stuhl? Ist ja low. Deins ist low. Deins ist low. Wie willst du denn da draußen zum Beispiel ohne Anschwung klarkommen? So einfach so. Funktioniert niemals. Ah, nein, funktioniert mir dann gar nicht. Ich weiß ja nicht, was Jengis Plan ist, aber ich glaube, der ist irgendwie einfach den ganzen Tag rumsitzen und auf einem Fleck sein, sodass er gar nicht den Boden berühren kann. Ich zeige aber, dass ich Boards habe. Ich ziehe mich kurz an und gehe dann zum Kiosk und hole mir, keine Ahnung, einen Lolli oder sowas. Und ich zeige euch mal, wie ich das bewältige, Freunde. Wow. Freunde, ihr wisst, ich zieh durch. Ich hab hier, wow, shit. Oh, warte. Der Djangole wird mich nicht bezwingen, Freunde. Was denken diese Leute? Scheißegal. Ja. Weiter geht's. Hallo mein Freund. Ich hab eine Wette verloren. Ja? Ja, ja. Stimmt so, ja? Danke schön. Ciao. Ciao. Freunde, das ist richtig anstrengend. Aber ich halte mich gut, Djangole. Ich bin weg, Freunde. Okay Leute, es ist jetzt, Regina muss ich mal kurz filmen, ich muss hier ein Statement machen. Es ist jetzt 22 Uhr irgendwas und die beiden sitzen jetzt seit, ich glaube, anderthalb Stunden, ohne den Boden zu berühren, am PC. Und ich habe mir jetzt gedacht, die ziehen das ja anscheinend einfach ewig durch. Und ich habe mir jetzt was überlegt, wie wir das Ganze ein bisschen aufbrechen. Schaut euch das mal an, hier, alles perfekt. Zieht das ja anscheinend hier einfach durch. Das endet ja nicht. Ja, ich habe was geholt. Ich denke es hier. Komm gleich. Meine Füße hier auf meinem PC. Ich habe jetzt zwei Waffen organisiert. Wir gehen jetzt raus. Jeder mit seinem Utensil, wo kann er... Kann ich gar nicht. Ja, falsch. Oder überlegt ihr etwas. Ihr habt beide diese Waffen und ihr müsst euch gegenseitig von eurem Utensil auf den Boden schlagen. Verliere ich ja sofort. So ein Stuhl ist ja viel schwieriger. Dürfen wir jetzt schon, oder? Ja. Ja? Okay, ihr dürft jetzt einmal auf den Boden. Okay. 3, 2, 1. Heute geht alles zu Ende. Für die nötige Balance. Crybag, die beste Entscheidung meines Lebens. 3, 2, 1, los! Ich bin mit deinem Stuhl. Ich juck also nicht. Wir können uns da nicht hin. Jo, ich knoll dir deinen Start, du Penner, nein! Nein! Oh! Scheiße! Oh, oh mein Gott! Oh, oh shit! Nein, nein, nein! Oh mein Gott! Ja! Ey, das ist der größte Müll ever.
Jemand hat das von Anfang bis Ende beobachtet. Freunde, das war's mit Animus Vegas. Der erste Punkt geht an mich. Ihr wisst es. Boah, lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr mehr Folgen sehen wollt. In the future, bei 100.000 Daumen kommt die nächste. Los geht's, Freunde.